Hallo und herzlich willkommen wieder zurück zu Pösenarchitekt. Ich hoffe, ihr habt wieder Lust und Laune mitgebracht, denn wir werden auch sofort loslegen. Lange Rede, gar keinen Sinn, wie ich immer so schön zu sagen pflege. Also, wir wollen ja jetzt in unserem Gefängnis hier weiterarbeiten. Und zwar wäre es sinnvoll, wenn wir jetzt mal langsam anfangen, unseren Besuchertrakt zu bauen, beziehungsweise unseren Postraum erstmal hier fertig zu machen. Hier unten, habt ihr das gerade schon gesehen? Ist jetzt ein bisschen Strom verlegt worden. Das heißt, unsere Leute können hier auch demnächst arbeiten. Das werden wir jetzt auch schon mal einstellen. Zack, 6 Häftlinge, die hier drin arbeiten. Und dann werden wir uns jetzt mal den Besuchstrakt hier widmen. Da habe ich ja schon überlegt, dass wir hier unten was bauen. Und da möchte ich erstmal einen hier einsetzen. So, da kommt jetzt einer erstmal rein. Der ist dort stationiert. So, haben wir das schon mal gemacht. Okay. Was mir jetzt gerade noch einfällt, ich hatte ja hier oben eigentlich die Waffenkammer gemacht, ne? Die müssten wir auch jetzt erstmal weiter einrichten. Da sollten wir einen Waffenständer reinbauen. Blind. Definitiv bin ich wieder blind. Wo ist es denn? Es fängt wieder gut an. Waffenständer. Gibt es hier eigentlich da Waffenständer? So. Kann man das irgendwie sehen, wie rum? So. Ich gehe mal ein bisschen näher rein. Ich würde sagen, so rum. Zack. Hier setzen wir auch mal eine Pflanze rein. Dekoration ist alles. Und dann sollten dort Spinde stehen. Dann müssen wir mal gucken, dass wir einen Spind finden. Also wie gesagt, so sehen ist hier nicht wirklich was. Ich bin wirklich blind. Kinders. Spind da. Sag ich doch. So, eins. Und dann bauen wir hier zwischen einen kleinen Tisch. Zack. Und dann, ja, lass uns noch einen kleinen Tisch hier bauen. So. Dann haben wir hier eine Waffenkammer schon mal gebaut. So. Was ich ja noch weiter bauen würde, wäre dann hier, wie gesagt, den Besuchertrakt. So, Betonboden. Ne, Betonplatten. So rum. Hier, Betonplatten sind das. Zack. Und die gehen dann hier runter. Das heißt, wir werden dann den Zaun hier erweitern. Naja. Wir werden ihn so erweitern. So. Genau. Das hätte ich gern auch als Prio hier. Und das hier auch. So. Genau. Und dann bauen wir uns den Besuchertrakt hier. Dafür hätte ich gerne ein Fundament gemauert. Und noch den stellen wir hier hin. So. Einen kleinen Eingangsbereich. 10 mal. Machen wir 5 Meter oder 6 Meter?
Na komm, wir machen 10 mal 6. Das sollte reichen. So. Dann werden wir hier die Wände abreißen. Das auch als Prio setzen. Und dann werden wir hier noch einen Zaun setzen. Und der Zaun geht dann hier runter. Doch, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Genau. Dann bräuchten wir noch einen hübscheren Boden hier. Zack. Und zack. Die Betonplatten setzen wir mal nochmal um. Einmal hier und einmal da. Genau, das finde ich ganz gut. Dann benötigen wir eine Tür. Türen, eine große Gefängnistür. Die setzen wir da rein. Und dann brauchen wir nochmal Betonplatten. Die setzen wir so lang. Doch, das sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus. So. Hier wird ein Zugang benötigt. Den habe ich ja noch gar nicht mit drin. Sind hier normale Türen eigentlich? Oder wie läuft das ab? Das sehe ich gar nicht so richtig, was das jetzt für eine Tür ist. Tür sicher. Eine für Einzelhaftzellen entwickelte Tür. Aha, okay. Ferngeschaltet. Die können mit Fernlage geöffnet werden. Stellen Sie ausreichend viele Wachen ein, um das zu machen. Ja, das gefällt mir alles nicht so. Tür geheim, normale Tür. Wir machen da eine Gefängnistür rein. Eine große. So. Das definitiv. So, aber hier die Tür sollten wir wegmachen. So, Wände abreißen. Zack, 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 zack. Und das Objekt hier auch dann verkaufen. Den Boden müssen wir natürlich dann dementsprechend hier noch neu machen. Wir werden hier Gras hinpacken. Und dort auch. Und wie wär's denn mit so einem blumiges Feld? Das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. So. Zack. Gut. Machen wir den Bereich hier erstmal schnell fertig. Was ist mit dir? Du bist ja immer noch hier. Den hätte ich eigentlich gerne auch noch weg dort. Den kleinen Zaunabschnitt. Zack. So, jetzt aber. Sollte es schnell weggehen. Ja, ist doch gar nicht mal so hübsch. Gar nicht mal so hübsch. Gar nicht mal so schlecht, meinte ich natürlich. Es ist definitiv hübsch. Also ich finde es jedenfalls hübsch. Weiß ja nicht, wie es euch geht. Ich finde das wirklich sehr hübsch. Das kann man so machen. So. Das hier müsste jetzt eigentlich fertig sein, der Raum, oder? So, was ist hiermit eigentlich? Habe ich das schon schneller gemacht? Ja. Hier habe ich auch Gras schon hingepflanzt. Kann das sein? Oder bin ich jetzt... Doch. Aber da ist noch keine Betonplatte. So. Okay. Den Raum haben wir hier auch. Das finde ich ein bisschen doof, dass das hier nicht so aneckt, wie ich mir das gedacht habe. Das heißt, ich müsste hier noch eine Ziegelwand reinführen. So. Das heißt, wir werden hier einen reinsetzen und dort einen reinsetzen. Genau. Dann haben wir auch genug Leute
stationiert. So, derweile, wo das hier alles einigermaßen gut läuft. Oh, das Essen hier, das ist ja heftig. Also ich glaube, wir sollten noch eine zweite Kantine irgendwie bauen. Sind dort eigentlich genug Arbeiter? Na, mehr können wir hier nicht einsetzen. Ja, also eigentlich haben wir jetzt überall Leute drinne, wo man welche drinne haben kann. Es geht nicht mehr. Gut. Dann müssen wir mal gucken, dass wir hier diesen Wartebereich. Ist da ein Wartebereich eigentlich? Kann man das als Besuchstraktier deklarieren? Muss ich mal gucken. So, was haben wir denn? Wir haben Besucherraum hier. Okay, Gemeinschaftsraum. Das heißt, ich müsste dann. Jetzt bin ich bei der Wäscherei hier. Innenbereich, Besuchertisch, Besucherkabine. Okay, aber das hier ist doch gar nicht als Raum betitelt worden, oder? Ist das ja ein Besucherraum? Kann das jetzt nicht wirklich erkennen. Na, mal gucken. So. Aber auf jeden Fall sollten wir hier noch einen Zaun hinbauen. So, also ich finde mit dem Zaun halt schöner. Muss ich ganz ehrlich sagen. So, hier werden wir auch einen Zaun hinbauen. Und dann, wieso rennt denn der eigentlich hier frei rum? Darf der das? Ne, wir machen das mal anders. Wir machen das mal so. Genau. Das sind 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Zack. Und der eine hier. Da. Na, jetzt habe ich den ganzen weggemacht. Ah, Mann, ey. So, jetzt probieren wir es nochmal. So. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. So. Probieren wir das mal so rum. Eins, zwei, eins, zwei, drei, vier. Obwohl eigentlich, die können ja wirklich komplett hier so lang machen. Das ist okay. So. Das heißt natürlich, dass wir dann auch alle Leute dort im Einsatz haben müssen hier. Also hier muss auf jeden Fall jemand rumlaufen. Müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Also erstmal haben wir hier unten noch keinen Strom, wie ich gerade sehe. Das sollte aber nicht so das Problem sein. Wir ziehen das einmal direkt so. So. Und so lang. Genau. Und dann sollten wir hier noch eine Personaltür reinmachen, damit dann überhaupt die Leute, die hier hinten auch wieder Waren rein und rauskommen können.
Weil, wie gesagt, jetzt sind hier ein paar Leute gefangen, glaube ich. Ja, der ist erschöpft und der kommt dann nicht mehr raus. Ist das eine Pappnase? Der kommt dann nicht mehr raus. So. Wir können jetzt auf jeden Fall... Ist das immer noch nicht... Ach so, ah. Wir müssten hier noch einmal zumachen. Da. So. Und dort dann ebenfalls noch eine Tür. Eine Personaltür? Ne, die machen wir an dieser zwei nur hier rein, die Personaltür. Da sollten wir gar keine Tür reinsetzen. So. Genau, jetzt müssen wir bloß gucken. Hier sind nämlich, wie gesagt, noch etliche. 1, 2, 3. Genau, hier sind nämlich noch etliche, die nicht wegkommen. So, Personaltür ist jetzt hier gleich drinnen. Und jetzt müssten wir eigentlich... Genau. Die zwei können wir jetzt hier noch mit einsacken. Kann man die irgendwie einfangen? Hallo? Kann ich die nicht anklicken? Ich dachte, man konnte die mal anklicken. Jetzt. Hier. Ich möchte dich gerne... Aktion. Eskorte zur Krankenstation. Kann man das machen? Und dich? Schwere Körperverletzung. Aha. Eskorte zur Krankenstation. Mal gucken. Oder kommen die jetzt hier automatisch irgendwo hin? Häftling nach Krankenstation eskortiert. Ich bin sehr gespannt. So, ist denn jetzt hier eigentlich mein... Was ist denn hier passiert? Warum wurde das Stromkabel hier nicht weiter verlegt? Aber wie gesagt, wir haben doch jetzt hier eine Tür. Du bist auf Patrouille. So, wir haben ja hier hinten noch unsere Waffenkammer, die jetzt mittlerweile fertig ist. Das heißt, ich könnte jetzt zwei Bewaffnete einstellen. Die möchte ich gerne dorthin setzen. Und die sollen auch hier bleiben. Beziehungsweise, nee, passt mal auf. Wir setzen die zwei dorthin. So. Mal gucken, ob das so sinnvoll ist. So, was ist denn hier mit dir? Du bist ja auch noch da. Mhm. Verurteilt zu 13 Jahren für mehrere Strafen unter Gewalttaten, Körperverletzung und Meineid. Ex-Frau, Tochter, Sohn, Tochter, Arbeitszeugnisse, Koch. Naja, bin ich ja sehr gespannt. So, hier gehen meine zwei Leute auf jeden Fall mit dem Strom einher. Das heißt, wir müssen jetzt hier unten Licht haben. Wieso? Ach. Was ist denn hier oben? Warum wurde da jetzt noch nichts gemacht? Kann sich mal jemand hier bitte rumkümmern? Was ist denn hier? Was machst du dir? Was mit dir? Wo gehst du hin? Achso, da. Okay. Ich dachte schon, der will hier weg. So, haben wir mittlerweile Lampen, die hier irgendwie draußen sind? Nur im Innenbereich, nur im Außenbereich. Hm. Meint er wirklich, ich finde diese Lampe hier? Muss wahrscheinlich wirklich hier draußen dieses Flutlicht nehmen. So,
So, einmal da lang. Und einmal da lang. So. Jetzt haben wir hier unten auch Licht. Und jetzt werden wir das Fundament hier erweitern. Das heißt, wir werden jetzt hier einen Besuchstrakt einrichten. So. Eine Tür wird dafür benötigt. So. Dann gucken wir mal, dass die Tür aber als erstes hier gebaut wird. Ich bin gespannt. Hier wird wahrscheinlich wieder keine Wand gemacht. Also das mit den Wänden ist ein bisschen doof gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. So. Dann werden wir das hier aber mal als Besuchstrakt jetzt deklarieren, weil ich habe nämlich so das Gefühl, dass das einfach gar kein Besuchstrakt ist. So. Was fehlt denn hier? Besuchertische, Besucherkabinen. Achso, das hier könnten wir gar nicht als Besuchstrakt nehmen. So. Aber es sind doch Besuchertische hier, oder sehe ich das jetzt hier falsch? Ach, das sind Besuchertische. Okay, das heißt, ich müsste die Dinger jetzt hier erstmal verkaufen. Wie kriege ich das hin? Objekt entsorgen. Nee, das will ich ja nicht entsorgen. Das ist ja mal ein Schmuh jetzt hier. Okay, na, mal gucken. Wir werden auf jeden Fall den Boden hier noch anders einrichten. Was hat denn der andere hier für einen Boden? Der sieht ja hässlich aus. Muss ich den echt auch so hässlich einrichten? Das gefällt mir nicht so. Oh doch, den machen wir. So, dann brauchen wir aber hier auf jeden Fall noch Wände. Also eine Ziegelwand. Zack. Und der Boden, der Laminatboden, den finde ich da passend. So, hier kommt dann eine Betonplatte hin. So. Und dann werden wir ich muss den wirklich erstmal als Besucherbereich deklarieren. Kann das sein? Besucherraum, ja. So. Und dann gucken wir mal. Hier ist der Besuchertisch. Die Besucherkabinen. Wir werden mal diese Tische hier machen. Ich finde die, diese offeneren ein bisschen besser, muss ich sagen. Wir vertrauen denen jetzt mal, dass das alles gut geht. So. Dann werden wir noch große Fenster machen. Ja, komm, wir machen hier noch Fenster rein. Ach, das geht nicht? Fenster und Fenster.
und Fenster. So. Schauen wir mal, ob das jetzt so wird, wie ich mir das denke. Mit Strom versorgt ist es noch nicht wirklich. Das werden wir mal bis hier hinten weiterführen. Und dann werden wir... Achso, die Lampen sind hier schon drin. Die waren hier aber nicht zu sehen. Ne. Oh, die Gefängnistür, die können wir hier wegwerfen. Die brauchen wir nicht. Wir werden den kompletten Raum hier als Besucherraum nehmen. So, hier ist noch eine Wache. Genau. Und dann den kompletten Raum hier als Besucherraum deklarieren. So. Zack. Das sieht doch ganz gut aus. So, ich hätte ja gerne hier vorne eigentlich auch noch so einen Schreibtisch, muss ich sagen. Ladenfront ist es ja nicht. Hier, schicker Schreibtisch. Naja, ich hätte gerne normalen Schreibtisch. Kein schicken. Einen schicken brauchen wir ja nicht. Aber ich sehe nur einen schicken Schreibtisch. Ladentheke ist es ja auch nicht. Wieso kann ich nicht einfach diesen Schreibtisch hier nehmen? Kann man den hier vielleicht kopieren? Den hier. Was ist denn hier eigentlich los schon wieder? Hier wird schon wieder rumgeschrien. So, was ist jetzt hier mit dem Einsatz? Da sind irgendwie die Leute weg. Schlecht. So. Mir gefällt das Ganze noch nicht so. Das sieht alles noch so sehr trist und karg aus. So. Hier ist schon wieder irgendwas im Gange. Ich höre es doch schon wieder. Das geht hier nicht? Warum geht das nicht? Achso, wahrscheinlich, weil das hier irgendwie rausguckt. Na gut. So, wo haben wir... Ich möchte wirklich immer noch gerne einen schicken Schreibtisch haben. Wir könnten ja hier vorne auch nochmal Besucher machen. Mit diesen Kabinen, aber... Nee. Wir werden jetzt hier vorne einen schicken Schreibtisch hinstellen. So. Und einen Drehstuhl. Und einen Aktenschrank. Guck mal, wir werden das jetzt hier mal wie so eine Art Vorraumbüro einrichten. So. Und dann gucken wir mal, dass wir jetzt hier Besucher kriegen. Wie kriegen wir die denn eigentlich jetzt hier rein? Müssen wir dafür noch irgendwas machen? So, wir haben ja den Besuchertrakt hier. Ich wusste gar nicht, dass man das hier rumdrehen kann. Schauen wir uns das Ganze mal an. Werteverwaltung, Finanzen, Programme. Starten, starten, starten. Aktiv, okay. Regeln. Tagesordnung. Arbeit, Einsperrzeit. Freizeit. Ach, guck mal, doch hier unten. Das funktioniert schon. Schaut mal. Es funktioniert. Das ist doch gut. Dann werden wir es aber mal so machen. Die Leute müssten ja hier irgendwie auch reinkommen. Dass wir hier die Gefängnistür so machen. Den Boden so lang machen.
Und dass wir dann von hier aus so rübergehen. So. Das finde ich gar nicht so schlecht. Weil da müssen die nicht ständig immer so rübergehen. Über den Bereich hier. Das möchte ich nämlich nicht. So. Aber das sieht gar nicht so schlecht aus. Wie gesagt, hier wird jetzt schön miteinander gequatscht. Wir haben hier genug Plätze frei. Na, das sollte doch eigentlich funktionieren, oder? Was denkt ihr? Genau, hier wird es noch weiter gebaut. Ab wann sieht man, dass die jetzt Besuch hatten? Weil ich sehe da jetzt nicht wirklich eine Zahl. Müssen wir mal warten, vielleicht wird dann gleich was kommen. Was ist eigentlich mit dir hier? Wo kommst du her und warum gehst du dahin? Das finde ich nicht in Ordnung von dir. Ach hier, jetzt steht da eine Zahl, 5%. Sehr gut. Doch, aber wie gesagt, das hier wird jetzt gebaut. Und dann sollte das eigentlich gut funktionieren. Der heißt Donnerwetter. Peter Donnerwetter. Der Peter, den finde ich gut. Der gefällt mir jetzt schon. Also 10% haben wir schon. Okay. Würde ich sagen, machen wir den Rest dann in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Lasst mal ein Abo, einen Kommentar und ein Like da so rum. Da würde ich mich wieder sehr drüber freuen. Ansonsten besucht mich mal auf Twitter, schaut mal die anderen Videos an und ja, gehabt euch wohl und bis zum nächsten Mal. Ciao!